So, einen wundervollen guten Morgen, Montag, Geburtstagswoche von mir. Ich habe am Donnerstag Geburtstag, ich will jetzt hier nichts sagen, aber Donnerstag ist Geburtstag. Es gibt so viel zu tun, ey, wir müssen so viel noch vorbereiten, weil die Janys Mama hat am Mittwoch auch Geburtstag. Zum Friseur, die Bude muss auf Vordermann gebracht werden, also jetzt nicht, dass wir hier einen Dreck leben oder so, ne, aber... Wir müssen Bierbänke hochbringen für die Feier. Wir müssen den Balkon herrichten, weil wir haben vor, draußen zu feiern. Einen riesengroßen Balkon hier. Und ja, let's go. Montag, neue Woche. Ciao. Und schön die Abendrunde hier mit dem Harrison. Hat eben hat so runter gemacht. So geprasselt und geplätschert. Auf alle Fälle war ich eben noch beim Opa. War noch was einkaufen. Und Harrison, bitte. Was einkaufen, was wir vergessen hatten. Schnelle Runde. Geschäftspräsentation läuft jetzt gerade online. Und ja, Podcast muss ich noch hochladen. Und dann sind wir auch good to go, denke ich. Ja, und auch hier nochmal der Verweis, wenn ich hier schon rein talk in die Cam. Schaut euch den Podcast an. Good Vibes, Bad Vibes. Darum ging es heute. Ging auch nicht so lang, glaube ich. 3/4 Stunde, 40 Minuten, irgendwie sowas. Der rennt da gerade noch. Ja, ansonsten euch allen einen wundervollen Abend. Ja, das ist zwar ein bloody Chaos, aber die Jenny macht hier wieder die weltberühmte Gemüsebrühe. So sieht das ungefähr aus. Eine riesige Schüssel, es wird alles umgefüllt. Und ja, weltbeste, naturbelassen, ohne dies, ohne das. Ja, und abgefüllt wird das dann hier in diese Behälter. Kann man dann praktisch rausdrücken, wenn man was kocht. Ja, genau. Genau, und hier füllt es Jenny quasi ab, außenbordig in diese Waben, ja, Bouillongröße mäßig. Abkühlen lassen, einfrieren, Spaß haben. So, wie man sehen kann, ich war beim Friseur und jetzt aktuell bin ich am Putzen. Check, Balkon ist fertig, war schon viel zu machen. Jetzt geht es weiter in der Hausflur raus, Schlafzimmer. Zwischenflur, normale Hausflur, also wir haben quasi 3 Flurbereiche. Bierbänke müssen hoch. Ja, let's go. Ich verreck gleich. Den ganzen Krempel hier hochtragen. Haben wir hier auch einen Bewegungsrekord, oder? Oder alle? Ja, egal. Weiter geht's. Good morning. Oh, da sehe ich zerstört aus. Tag Nummer 2 der großen Putzaktion. Es wird nur noch Küche, Bad, Wohnzimmer, der Rest habe ich durchgerockt. Heute hat die Jane Geburtstag, Schwiegermama, Jennys Mama. Da sind wir heute Nachmittag, heute Abend zum Essen eingeladen bei ihr zu Hause. Jetzt muss ich aber erstmal hier mit dem Kleinen raus. Dann muss ich hoch zum Opa. Da noch eine Arzterledigung für ihn. Yes, let's go. Gucken wir mal, wie produktiv und wie schnell wir das alles heute erledigen. Oh, guck mal die Augen. Ganz klein, noch ganz müde. Wird viel gepennt. War auch wieder so warm, so komisch warm gestern. Auf einmal waren es 27, 28 Grad. Außen nix. Und für heute ist dann wieder Regen gemeldet und nur noch 18 Grad, was weiß ich, was das für ein Wetter ist, ne? Naja, let's go. Und da hinten auf geheimer Backmission. Wow. Das gibt ein Triple Wrap, glaube ich, da hinten, ne? Keine Ahnung. Ja, bitte. Stay to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Mami. Happy birthday to you. How old are you?
Jetzt make a wish. Yeah, Jenny, you must take photo. Ah, then no knife. I must take a knife. Listen, listen. Ja, ich fahre immer rechts, noch nicht in den Kreisel, ne? Ja. Und nicht, so sehe ich eine Kurve, gebe ein bisschen Gas, dass du vor dem kommst. Ja, und genau so. Ich habe das Blitzen gesehen, habe ich gewusst. Ah. Ja, was passiert, ne? Ja, so. Ich bin auf jeden Fall besser dran. Ja. So. Oh, Entschuldigung. Das hatte ich auf meiner Liste, die Macht der Disziplin. Weil an Disziplin hapert es mir ab und zu und da lese ich doch mal gerne mal Büchlein. Dankeschön. Ja, auch ein Thema für mich, was ich angehen will. Ayurvedische, ganzheitliche Ernährungsansatz. Jetzt muss ich von groß nach klein machen. Von groß nach klein? Da ist der Luft drin. Ich weiß selber auch nicht mehr was. Ja. Ich schwöre. Ich hoffe, dass du nur Oberkörper fühlst, weil ich bin untenrum. Ah, guck mal, ein Mini-Bu oder ein Bu. Ja, cool, da kann ich schon meine Sammlung erweitern. Was ist das? Xbox? Boah, ist schwer. Lavalampe. Ja. Wird sowas nur verkauft? Für dein Twitch-Setup. Ja, danke schön. Light up your room with the Xbox Icons. Dank von groß nach klein. Ich sehe noch nichts, was das ist. Ein Mario-Fuß. Eine Piranha-Pflanze. Ja. Hä, guck mal, auch ein Licht. Voll cool. Wo hast du das alles her? Ist das von diesem TK? Nein, so ein nerdiger Shop. Piranha-Plant. Was für ein Shop. Oha. Oha, Chef, was los? Haben wir denn schon Weihnachten? Krass. Hä, das ist ja nicht unbedingt mal ein Pappenstiel. Und ein Geschenk, das kommt dann noch später. Dankeschön. Das ist geil. Good morning in the morning. Ich würde mal sagen, bestes Geburtstagswetter. Wer hat das bestellt? Meine Güte, Harrison. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht gleich nass. Bei der ersten Runde. Aber ja, dann müssen wir zu Hause ein bisschen umdisponieren, weil. Oder hinten macht es voll runter. Weil Bierbänke und so. Mal gucken, wo wir die jetzt hinmachen. Echt kein Plan. In die Wohnung rein. Schauen wir mal. So, wir haben hier jetzt drei legendäre Cheesecakes. Einmal das San Sebastian Cheesecake, New York Cheesecake, Käsekuchen nach meiner Oma, ihrem Originalrezept. Den New York Cheesecake isst man mit Erdbeersoße, das sind frisch pürierte Erdbeeren. Und den San Sebastian mit egal welcher Creme von der Kiki. Ich habe jetzt hier den Klassiker Haselnusscreme. Und werden auf jeden Fall gleich mal den Taste-Test machen, wenn Doma vom Ton kommt. Also ich würde sagen, wir starten mal mit dem Klassiker. Lässt sich schon mal geschmeidig schneiden. Geschmeidig ist immer sehr gut. Sehr gut anschließend. Muy bien. Zack. So, dann. Also seht ihr hier. Jetzt geht's weiter mit dem New York. Der hat so einen Keksboden. Ups. Oh, jetzt ist er gerissen. Wunderbarer. Perfekt. Ach.
Also der sieht so aus. Moment, die Spitze kriegen wir auch noch raus. Aber der lässt sich gut schneiden. Ich ärgere mich jetzt, dass der gerissen ist, weil der war nicht gerissen. Ja, dein Perfektionismus und dies, das. Und was sollen jetzt die Leute denken, die das schauen? Ist mir egal, was die Leute denken. Der ist schon durchaus cremig. Ja, was will denn San Sebastian? Ja, da bin ich jetzt ein bisschen. Den habe ich schon. Der ist auch leider gerissen beim Lösen. Harrison Move. Ist er denn noch jiggly und wiggly in der Mitte? Ich weiß es nicht. Oh ja, der ist noch jiggly und wiggly. Das sieht cremig aus. Mhm. So, da würde ich sagen. Wie ist das denn, oder was? Mhm. Ich muss dazu rücken. Ja. Dann taste dich mal. Muss man ja so. Muss ja dieser flüssige Kern sein, ne? So. Ja. Bestimmt. Probier mal du. Ist in Ordnung, aber ja, meins ist es nicht. Ist okay, ne? So, New York. Oh, aber den will ich aber mit ein bisschen Adberry. Erstmal so. Mm. Mhm. Brudde. Wow. Wow. Mmh. Mhm. Der kann was. Wow. Und jetzt El Clasico. Mhm. Mhm. Ja, die beiden New York Cheesecake. Klassischer. Mhm. Und wie würdest du jetzt das Ranking machen? 10 von 10, 10 von 10, also der hier 10 von 10. Und der, Und der wird ja auch noch mit einer Soße eigentlich gegessen, ne? Ja, so eine 7. Also cremig ist er ja. Ne. Also ich würde sagen, ja, 10 von 10, 10 von 10, 8 von 10. Aber jetzt machen wir mal ein bisschen Süßchen drüber. Ich denke, die Haselnusscreme müsste mal eigentlich ein bisschen warm machen. Oha. Das ist es, Alter. Eigentlich muss man die ein bisschen warm machen, dass die läuft, aber das geht auch jetzt so. Ja, okay, jetzt ist halt eben die Creme sehr dominant, ne? Das ist, das ist auf Neudeutsch der Game Changer, Alter. Der changed einfach alles am Spiel, ey. Aber ich finde den auch ohne Soße gut. Ja, ne? Geil. Der Sunny ist mit gut. Darf angeschnitten werden, heißt aus der Regie. Was darf ich denn anschneiden? Moment, du darfst erst mal warte mal. Blasen, sag doch pusten. Immer blasen. Ja, blasen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
Hey, Spalloni. Du bist auch schlau, ne, Mama? Du willst rasen, lass mir in die Kamera. Ja, nochmal. Nee, noch jetzt mal. Ist fertig. Komm. Was nochmal? Ich bin jetzt so klein und meiner. 38. YouTube verzeiht. Mit dem hier, ne? Ja. Aber nur oben, ne? Erstmal. Ja. Dann machen wir jetzt lieber eine gerade Schnitt hier so. Guck mal, wie schön look der Boden ist, wie schön look. Erkennt sich schon ja. Aus, ja, so, ich brauche eine Teneron. Und wieder mal mehr. Wie ein Alter macht er das. Gips. This boy must be a threat. So, birthday dinner, Mac and Cheese, leckere Nacho-Salat, gell? Also Taco-Salat, Coleslaw, and Hot Dogs. So, wir machen jetzt den ultimativen Taste-Test mit der Jessica. Zeig mir mal, was ihr seht. Und zwar, wir haben wie bei unserem Test Käsekuchen nach Omas Art, New York Cheesecake mit Erdbeerspiegel und San Sebastian mit Haselnuss Cream. Sagt man Erdbeerspiegel? Ja. Ja, Erdbeerspiegel, ja. Heide, komm, Kuschei. So, Omas. Ja. Da geht noch immer die Zunge, entfaltet sich, sagt Hallo. Was sagst du? Cool. So, was haben wir jetzt? Ah, muss ich erstmal neutralisieren. Mama, Mutter füttert wieder der Harrison Fett. Jetzt kommt der New York Cheesecake mit Erdbeerspiegel. Lecker, lecker. Das sind Emotions, sag ich dir. Das sind Emotions. Der Erdbeerspiegel ist so lecker. So, jetzt San Sebastian mit Hazelnut. Den muss ja eigentlich aus der Mitte rauskratzen. So. Ja, jetzt hat es dann einfach so schnell. Genau. Welcher findest du am besten? New York. Warum? Weil der Erdbeerspiegel schon erfrischend ist. Ich habe noch nie so oft Erdbeerspiegel gehört, aber ja. Bon. Wie viele Punkte gäbe schon welchen? 10 Punkte ist das höchste. 10? Wer hat 10? Der Klassiker? 10? Ja. 10? Ja. 10. Ja. 30 Punkte! So, der Tag nach meinem Geburtstag. Yeah. Wir haben gestern Abend noch alles aufgeräumt, geputzt, gesaugt, gewischt, wie auch immer, weggeräumt. Hatten dann auch abends gestern das Auto rübergebracht zur Werkstatt hier, zum Händler, weil er hat die Inspektion gebraucht, Ölwechsel, Bremseflüssigkeit musste gemacht werden. Alter, bin ich verpennt. Das gehen wir jetzt abholen, das ist fertig. Kurz noch einkaufen und dann am Wochenende. Genau, dann gucken wir mal. Aber Essen haben wir schon geplant, das muss ich einkaufen, habe ich eben gesagt. Und ansonsten hängen wir ein bisschen in der Seile, nicht weil wir was betrunken haben, sondern einfach, weil es so anstrengend war die ganze Woche. Naja. Bis dahin. So, und so geht der Weekly Vlog Nummer 20 zu Ende. Ich ziehe mir jetzt hier noch ein Eis rein. Deutschlandspiel läuft, gerade Pause. Let's go. Aber was für ein Stress, die sind ja auch eh schon weiter. Schweiz führt gerade 1-0. So sieht's aus. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao.